Bei uns ist der Kunde König. Wie oft haben Sie diesen Satz schon gehört? In manchen Firmen wird er getrommelt bis zum Erbrechen. Was hat man getan? Man hat den Kunden zum König erkoren. Und damit darf er alles. Wir müssen ihm jeden noch so unsinnigen Wunsch erfüllen, denn er ist ja der König. Und wenn er möchte, stellt er uns von heute auf morgen kalt, denn er ist ja der König. Danach kam das andere Extrem. Kunden zu haben reicht nicht mehr. Wir brauchen Fans. Ich selber habe mit meinem Seminar, so werden aus Kunden Fans, zu diesem Trend beigetragen. Aber was haben wir nun? Nun haben wir die Situation, dass der Kunde einer von vielen ist. Der Kunde jubelt seinem großen Idol, dem Lieferanten, zu. Und ich frage mich, haben wir hier nicht wieder ein Ungleichgewicht? Ich glaube, die Zukunft wird eine andere sein. Es wird der goldene Mittelweg sein. Was meine ich damit? Damit meine ich, dass aus Kunden Freunde werden. Was heißt das? Das heißt Beziehungen, die langfristig sind. Das heißt Diskussion auf Augenhöhe. Das heißt Vertrauen. Das heißt Ehrlichkeit. Was meinen Sie? Haben Sie denn schon Kunden, die Ihre Freunde sind?